Wir haben gesehen, dass es ein Riesenproblem gibt im Iran, dass der Iran mit all den Ungerechtigkeiten, die gerade herrschen, fällt in gewisser Weise etwas zurück hinter all den Krisen, die uns täglich belasten, hinter der Ukraine, hinter der Klimakrise. Und so haben wir uns entschieden, dass wir da mehr Aufmerksamkeit drauf richten müssen. Wir sehen, dass Kinder täglich unter anderem gefoltert werden, dass sie ermordet werden. Und wir als Kinder in einer sehr wohlhabenden Situationen können das nicht hinnehmen und müssen eben zeigen, dass auch wir den Menschen noch beistehen. Eine Patenschaft funktioniert ja so, dass man eben klar macht, dass man Interesse, auch ein politisches Interesse an den Gefangenen hat, und das soll halt eben verhindern, dass diese Leute eben getötet oder gefoltert werden. So, vielen Dank.